Okay, gucken wir mal, was der Dio uns zu sagen hat. Hey, wartet mal eine Minute. Da ist etwas. Nein, ich schätze eigentlich ein paar Dinge, die ich noch einmal überprüfen möchte. Naja, eines von diesen Dingern ist nicht wirklich signifikant, schätze ich. Zuerst einmal diese Maschine. Ja, stimmt, die haben wir ja die ganze Zeit über nie benutzen müssen. Wir hatten keine Ahnung, was das ist. Da unten irgendwas mit Replikator kann ich da entziffern. Die ersten beiden Buchstaben, die davor stehen, sehe ich jetzt aber nicht. HG? Kann das sein? Ah. Wir haben am Ende das Ding noch nicht mal benutzt, oder? Ja. Ich habe mich nur gefragt, was das sein könnte. Naja, ich bin mir nicht sicher, wie ich darauf antworten soll. Guck dir mal die Seiten an. Da ist ein Name oder sowas. IG. Ach so, ein I soll das sein. Hätte genauso gut ein H für mich sein können. IG-Replikator? Replikator bedeutet, dass das von irgendetwas Kopien macht. Also ist es so eine Art Kopiermaschine. Ja, wahrscheinlich kopiert es IG, was auch immer das sein soll. Irgendwelche Ideen? Wer weiß, Eiscreme, pro Galeone? Natürlich! Diese Maschine muss hier sein, damit wir all die Eiscreme herstellen können, die wir wollen. Bist du verrückt? Du bist ein richtig idiotisches Mädchen, weißt du das? Mit anderen Worten, ein IG. Ha ha ha. Witzig. Oh, das war ein guter. Das war was Gutes. Das war gut. Hey, jetzt ist keine Zeit für dumme Scherze. Da ist ein hilfloses Kind da hinten in der Krankenstation, das unsere Hilfe braucht. Dass ausgerechnet er uns jetzt daran erinnert und die Stimmung runterziehen muss? Dir ist doch Quark ganz besonders egal. Tu doch jetzt nicht so, als ob du dich jetzt auf einmal für ihn interessierst, ey. In den anderen Zeitlinien war er so richtig, ah, na und? Fick dieses Kind. Ist mir doch scheißegal, ist doch nicht meins. Und jetzt tut er auf einmal so, als ob er einen Scheiß auf ihn gibt. Er hatte natürlich recht. Ich ließ meinen Kopf schamvoll hängen. Ja. So. So oder so, solange wir nicht wissen, was IG bedeutet, können wir mit dieser Maschine sowieso nichts anfangen, richtig? Das stimmt. Macht Sinn. Und was die zweite Sache angeht, Sigmar, du hast ein Tagebuch und irgendeine Art Fiole in diesem Safe gefunden, richtig? Ja, die Fiole. Könntest du sie mir bitte zeigen? Warum? Ich habe sie mir vorher nicht richtig ansehen können. Ihr beide habt sie euch so von nahem angeguckt, dass ich sie kaum sehen konnte. War es wirklich Axelavier? Ja, definitiv. Während ich sprach, zog ich die Fiole aus meiner Tasche raus. Siehst du, das steht da genau auf dem Aufkleber. Axelavier. Du bist wirklich so ein Idiot. Hä? Obwohl ich schätze, dass in diesem Falle das G in IG für Kerl steht. Ach so, ja. Was? Ich verstehe nicht. Die Worte haben kaum meinen Mund verlassen, als er sich bewegte. Will er jetzt ernsthaft die Fiole wegschnappen und damit. Ich habe keine Ahnung. Entweder will er damit abhauen oder er will sie direkt auf dem Boden zerschellen lassen. In beiden Fällen sollte er eigentlich wissen, dass er für den Rest der Gruppe gestorben ist. Der sollte in diesem Falle lieber. Ja, wobei, er könnte sie theoretisch auch als Druckmittel verwenden, ne? Das würde ja zu seinem Charakter passen. Ja, bevor ich blinzeln konnte, verschwand die Fiole aus meiner Hand. Hey, was soll das? Was machst du? Dio steckte die Fiole schnell in seine Tasche. Oder das Fläschchen. Fiole, Fläschchen kann man eigentlich nennen, wie man möchte. Oh, keine Sorge, ich werde sie gut aufbewahren. Ich werde sie euch später sogar noch zurückgeben. Nein, nicht später. Gib sie jetzt zurück. Ich glaube nicht. Wenn du sie zurück willst, dann solltest du dir zuerst meinen Vorschlag anhören. Oder meine Bitte. Eine Bitte? Ja, das habe ich gerade gesagt.
Wenn du das zurückhaben willst, solltest du in dem nächsten AB-Spiel Verbünden wählen. Alter, ist das ein Scheiß Ernst? Was ein Wichser! Verbünden? Warte mal, hast du deshalb die Medizin genommen, um mich damit zu erpressen? Das ist schrecklich! Du benutzt Quarks Leben als ein... ja... als Leverage, als Druckmittel. Nun, ich habe ein paar ziemlich gute Gründe, um das zu machen. Ich wäre froh, sie euch wieder zurückzugeben, nachdem ihr getan habt, was ich euch gesagt habe. Ich habe bis dahin nicht realisiert, dass... was? Ach so. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wehtaten, habe ich es noch nicht einmal realisiert, dass ich meine Hände zu Fäusten geschlossen habe. Wenn Dio mir nur eine Schwachstelle offenbaren würde. Ich würde an deiner Stelle nicht versuchen, es mir mit Gewalt wieder zurückzuholen. Wenn du irgendwelche plötzlichen Bewegungen machst, dann werde ich es zerschmettern. Er klopfte seine Tasche leicht ab. Oh, und noch eine Sache. Erzähl diesen anderen Idioten nicht, dass du Axelavier hier drin gefunden hast. Sobald ich nur ein Wort darüber höre, ist das nächste, was du hören wirst, kleine Stücke Glas, die am Boden zerschellen. Verdammt. Das ist nicht fair. Dieses Spiel dreht sich nicht um Fairness oder um Wettbewerbe und es geht auch nicht darum, clever zu sein. Es geht hierbei nur um eine Sache. Wie gut du andere Leute zu deinem Vorteil manipulieren kannst. Wie unfair kannst du dabei schon sein? Ach so, nee. Wie unfair du dabei sein kannst. Haha, toll. Wie der auch noch versucht, sich alles schön zu reden. Meine Fresse, ey. Wie gerne würde ich ihm seinen scheiß Zylinder so einmal richtig... ich sag's nicht. Also, was werdet ihr machen? Seid ihr bereit, mir zu versprechen, dass ihr Verbünden wählen werdet? Was ein Wichser. Na gut, ich verspreche es. Sigma! Oh, ich wusste, dass du es eventuell sagen würdest. Ich bin froh, dass du verstehst, wie das hier funktioniert. Aber glaube nicht, aber versuche bloß nicht, irgendetwas Komisches anzustellen. Wenn du dein Versprechen brichst, naja, du weißt ja, was dann passiert. Dann sehen wir uns später. Ich freue mich schon wirklich auf die nächste Runde. Mit einem letzten selbstgerechten Kichern ging Dio aus dem Raum raus. Gott, ey, was ein Arschloch. Wirst du wirklich das tun, was er sagt? Ja. Sigma, du hast doch gerade nur noch einen AP übrig. Wenn wir Verbünden wählen und er betrügen... Ich weiß. Dann werde ich auf minus 1 runtergestuft und das bedeutet, ich werde bestraft. Aber das bedeutet... Hör mal zu, es ist nicht so, als ob ich das wollen würde, okay? Wenn wir nicht das tun, was er sagt, dann wird er die Medizin vernichten. Wenn er das tut, dann wird Quark... Dann wird Quark... Also wirst du sterben, um sein Leben zu retten? Das ist... Warum würdest du sowas machen? Ist das nicht offensichtlich? Wie kann man ein kleines Kind sterben lassen? Ist doch egal, ob es das eigene ist oder nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich hatte richtig Schiss. Farfetched Conclusion. Ja, meine Wahl, die scheint jetzt nicht mehr weit entfernt zu sein oder so etwas. Nun, wir sollten jetzt auf jeden Fall aufs obere Stockwerk zurück. Alle anderen sind wahrscheinlich schon bereits fertig. Ich wette, sie warten bereits auf uns.
Ich habe nicht auf Clovers Antwort gewartet. Ohne Scheiß, wenn ich wenigstens so eine Art geheimes Zeichen ausmachen würde. Ich meine zum Beispiel mit Vieh. Ja, wobei andererseits selbst Vieh, die kann ja... Ich meine, ich weiß ja, dass Vieh, genauso wie ich in der Lage ist, manches Wissen aus den anderen Zeitlinien in andere Zeitlinien mitzunehmen. Wie auch immer das genau funktioniert, aber das ist jetzt auf jeden Fall unser momentaner Wissensstand, dass das möglich ist. Zumindest für die beiden, für Sigma und für Vieh. So, die Frage dabei ist jetzt aber, wäre es nicht theoretisch möglich, mit Vieh jetzt irgendwie eine Art geheimes Abzeichen im Nachhinein auszumachen, dann in der Zeit zurückzuspringen und ihr das geheime Zeichen zu geben, in der Hoffnung, sie erinnert sich daran? Ich meine, okay, es ist natürlich, wahrscheinlich weiß Sigma momentan noch nicht einmal, dass er überhaupt in der Lage ist zu springen. Ja. Das hat er ja nur in der einen Zeitlinie von Vieh quasi erklärt bekommen und in den anderen Zeitlinien hat er dieses Wissen überhaupt nicht angewendet. Also mit anderen Worten, er weiß davon auch gar nichts. Das ist jetzt echt kacke. Also die Tatsache, dass er springen kann, ist schon beeindruckend genug, aber das Blöde ist halt, dass er echt nicht ausgerechnet die Informationen mitnehmen kann, die ihm sehr, sehr behilflich sein könnten. Unter anderem, um jetzt halt die Sache mit Dio zu lösen. Dem Dreckskerl. Ja, ein Ambidex-Tor wurde geöffnet, bla bla bla. Tut mir leid, ich bin schon mal vorgegangen und habe sie etwas eher aufgeknackt. Dio. In einer seiner Hände war ein Mondschlüssel. Er drehte ihn in seiner Hand wie ein erfahrener Glücksspieler. Grinste und steckte sie wieder zurück in seine Tasche. Dir macht es doch nichts aus, oder? Ich dachte mir, dass du und Clover schon bald hier oben auftauchen würden. Und davon abgesehen, ich dachte... Moment. Und davon abgesehen, ich dachte, ich bringe das so schnell wie möglich hinter uns, damit, bevor ihr noch eure Nerven verliert. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich freue mich wirklich auf die nächste Runde. Das hast du schon bereits gesagt. Hast du eine Schallplatte verschluckt? Ich blickte mich im Lagerhaus um. Alice und Kay waren zurück. Und Vieh genauso. Und natürlich Clover. Wo sind Ten Miyoji und der Rest von ihnen? Sie sind in der Krankenstation. Wir haben Quark auf eines der Betten getragen. Ten Miyoji und Luna schauen gerade nach ihm. Ich verstehe. Wie geht's ihm? Nun, es ist schwer zu sagen. Er scheint von den Geräuschen her laut zu schlafen. Aber davon abgesehen können wir es wirklich nicht wissen. Also hat sich nichts verändert, was? Das stimmt. Also, was war in eurem Raum, Sigma? Ein Laboratorium. Ist das so? Sah es aus wie so eine Art Ort, wo sie Viren und DNA untersuchen würden? Ja, das tat es. Gab es dort vielleicht, Alter. Dass sie jetzt darauf zu sprechen kommt, verdammte Axt. Gab es dort vielleicht irgendetwas von dem Axelavier? Ja, schon klar, ich weiß, er hat mir gesagt, dass ich es nicht erzählen soll. Ich brauche den Flashback nicht. Das war vor einer Minute! Meine Güte, Spiel. Meine Augen blickten für einen kurzen Moment zu Dio rüber. Nein, gar nichts. Neben mir biss Clover sich auf ihre Lippe. Ich verstehe. Also, wie ist es bei euch? Habt ihr was Interessantes gefunden? Vieh schüttelte nur ihren Kopf. Mit einer einheitlichen Bewegung, die beinahe wie einchoreografiert aussah, oder wie einstudiert aussah, mussten Alice und Kay mit den Schultern zucken. Und wo sind wir jetzt?
Wir haben immer noch knappe 40 Minuten übrig, bevor die Wahl endet. Was werdet ihr tun? Ich bin ein bisschen neugierig über dieses Laboratorium, das ihr gefunden habt. Ich dachte, ich könnte mir das mal kurz ansehen. Ich werde dir dann den Weg zeigen. Das wäre wundervoll. Ich glaube, ich werde mir den Raum ansehen, den LSK und Tenmyoji gefunden haben. Man weiß nie, vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Vielleicht gibt es da drin ja auch ein wenig Axelavier, das dort versteckt ist. Boah, ey, ohne Scheiß. Ah, was für ein Bastard. Dann kann ich dich dorthin bringen. Was ist mit euch? Achso. Und was ist mit euch beiden? Wo werdet ihr hingehen? Ich werde damit anfangen zur... Sigma sagt das. Nun ja, ich glaube, ich werde damit anfangen, zur Krankenstation rüberzugehen, um zu sehen, wie Quark sich schlägt. Dann werde ich das auch machen. Schön, dass das jetzt geregelt ist. Sie nickte Clover zu und dann verschwanden sie durch die magentafarbene Tür. Dir und Kay folgten ihnen nur ein paar Schritte hinterher. Alles klar. Ich schätze mal, dann sollten wir auch losgehen. Warte mal. Zeig mir zuerst dieses Tagebuch. Dio hat mir davon erzählt. Er wollte mir nichts über das Laboratorium verraten, außer dass du ein Tagebuch mit seinen Worten, mit einer Art Bullshit-Sprache gefunden hast. Er sagte, du hättest es, also hatte ich gehofft, dass ich es mir ansehen könnte. Ja, eine Sekunde. Ich grub das Tagebuch aus meiner Tasche und gab es Vieh. Sie begann schnell die Seiten zu überfliegen und ihre Augen durchsuchten jede einzelne. Das ist Latein. Latein? Du meinst, du kannst das lesen? Ja, mit Zeit und einem Wörterbuch. Also mit anderen Worten, nein. Tut mir leid, dass ich nicht in der Lage bin, eine tote Sprache ganz spontan zu übersetzen. Das sieht mehr wie eine Art Log, was kann man dazu sagen? Forschungstagebuch aus? Keine Ahnung. Oder Forschungsergebnisse. Das ist jetzt keine Situation von wegen, ich werde heute den Hund mal mit nach draußen nehmen. Sie meint jetzt das Zeug, das da drin steht. Das hier ist schließlich kein, ach, ich habe den Hund zum Spaziergang mit rausgenommen, es war schön Zeug. Ich kann ein bisschen davon verstehen, das meiste davon sind Konjunktionen und solche Sachen. Aber die meisten dieser Worte habe ich noch nie zuvor gesehen. Fee fing an, sich noch einmal durch das Buch zu blättern, als sie weitersprach. Dann plötzlich hörte sie auf. Warte. Die hier kann ich lesen, Seite 216. Das sind keine Forschungsnotizen. Es sieht wie ein persönlicher Eintrag aus. Und was steht da drauf? Jetzt dräng mich nicht. Das wird eine Minute dauern. Jetzt bin ich mal gespannt, was da steht. Interessant. Okay, ich glaube, ich hab's. Es scheint, als ob sie über Radical 6 reden. Oi! So, jetzt wird's richtig interessant. Was? Warum reden sie denn darin über das Zeug? Ich bin mir nicht sicher. Lass es mich dir vorlesen. Behalte bitte im Kopf, dass ich dabei nur grob übersetze. Als der Boden mit Radical 6 infiziert war, als der Boden mit Radical 6 infiziert ist, ach nee, nicht der Boden, ach ich Idiot, der Körper. Wenn der Körper mit Radical 6 infiziert ist, wird die Verarbeitungsgeschwindigkeit des Gehirns reduziert. Oh.
Wenn wir davon ausgehen, dass das Gehirn momentan auf einer 1:1 Basis arbeitet in Bezug auf die Zeit, dann reduziert Radical 6 das auf 1 zu eine Wurzel von einem Sechstel. Oder um genau zu sein, 1 zu 0,408. Das bedeutet, dass für jede Sekunde, die außerhalb des Körpers verstreicht, der Patient es sich für den Patienten so anfühlt, als ob nur 0,408 Sekunden im Inneren vergangen wären. Dementsprechend, wenn eine Sekunde im Inneren vergangen ist, sind in der Außenwelt bereits 2,45 Sekunden oder die Wurzel von 6 Sekunden vergangen. Mit anderen Worten, wenn 10 Sekunden in der echten Welt verstreichen, dann wird ein Patient, der mit Radical 6 infiziert worden ist, es so betrachten oder so wahrnehmen, als ob 4 Sekunden nur verstrichen worden wären. Und darum wird der Virus als Radical 6A bezeichnet, als Wurzel 6. Alles klar. Okay. Radical ist eine andere Bezeichnung dafür, was auch als Wurzel bekannt ist. Die Funktion, die Funktion bezieht sich darauf, dass man jemanden oder etwas Macht entreißt. In einem weniger mathematischen Sinne kann es auch dazu benutzt werden, um... Also in Mathematik wird das natürlich normalerweise benutzt, um... das Ergebnis, wenn man die Wurzel von irgendeiner Zahl nimmt und das Ergebnis daraus dann mit sich selbst multipliziert, dann bekommt man wieder die gleiche Zahl raus, die unter der Wurzel stand. So ist das in der Mathematik. In einem weniger mathematischen Sinne kann es auch benutzt werden, um sich auf etwas zu beziehen, das extrem oder ungewöhnlich ist. Severe? Ja. Diejenigen, die mit Radical 6 infiziert worden sind, werden eventuell einen mächtigen Drang entwickeln, Selbstmord zu begehen. Ui. Die exakte Ursache davon ist unklar. Und obwohl es bis jetzt noch keine direkte Verbindung zwischen Selbstmord, zwischen Selbstmord... Drängen und der Reduktion in der mentalen... Ja, Entschuldigung, aber die Sätze, die werden jetzt natürlich ein kleines bisschen kompliziert. Dementsprechend müsst ihr es mir echt verzeihen, wenn ich da auch mal ein bisschen hake beim Übersetzen. Auch wenn es bislang noch keine direkte Verbindung zwischen den Selbstmordgedanken und der Reduktion der geistigen des mentalen Geschwindigkeitsprozesses gibt, glauben viele daran, dass sie nicht miteinander in Zusammenhang stehen. Diejenigen, die mit Radical 6 infiziert worden sind, nehmen die Welt so wahr, als ob sie sich mit einer fieberhaften Geschwindigkeit bewegen würde. Als ob eine Videokassette vorgespult werden würde. Zum Beispiel, obwohl der Patient glaubt, dass nur 10 Sekunden verstrichen sind, sind in Wirklichkeit 24,5 Sekunden verstrichen. Wenn man diese erhöhte Geschwindigkeit an Input betrachtet, wäre die Fähigkeit zu observieren und gute Gründe zu entwickeln, eine fast schon herkulesmäßige Aufgabe. Reason in diesem Falle bei klarem Verstand handeln, ist, glaube ich, die beste Übersetzung. Also die sind quasi nicht in der Lage, ordentlich zu denken oder alles so zu durchdenken, wie sie es normalerweise tun könnten. Eine Theorie besagt, dass die Entfernung von der Zeitwahrnehmung, das Gehirn dazu verleitet, mit einer massiven Anzahl an Informationen überflutet zu werden. Nicht mehr in der Lage, damit mitzuhalten, fängt es an zu versagen.
Was auch immer die Ursache ist, die Infizierten. Die Infizierten versuchen für gewöhnlich ihr eigenes Leben zu nehmen, was für gewöhnlich der furchteinflößendste Aspekt dieses Viruses ist. Die Untersuchungen suggerieren, dass Untersuchungen haben ergeben, dass ein gezielter Antivirus Radical 6 entweder töten oder zumindest unschädlich machen kann, aber wir waren nicht in der Lage, bislang eins zu entwickeln. Unsere beste Hoffnung schien es zu sein, Antikörper von jemandem mit einer natürlichen Immunität gegenüber dem Virus zu entziehen. Allerdings waren wir soweit nicht in der Lage, ein solches Subjekt zu lokalisieren, also habe ich meine Mühen weiterhin fortgesetzt, eine alternative Behandlungsmethode zu entdecken oder zu erforschen. Wenn man sich meine bisherige Erfolgsrate ansieht, sage ich voraus, dass wir. Dass wir eine Arbeit von einem Jahrhundert oder zwei vor uns haben. Es ist meine innere und stärkste Hoffnung, dass die Menschheit in der Lage sein wird, so lange zu überleben. Die Körper der Toten durch Selbstmord werden an den Seiten der Straßen aufgestapelt und führen bereits in und aus der Stadt hinaus. Das gesamte Gebiet stinkt schon wegen des Geruchs von Verwesung und der Himmel ist mit dem konstanten Summen von Fliegen erfüllt. Zu manchen Zeiten sind ihre Schwärme so dick, dass es sich so anfühlt, als ob eine Wolke gerade über der Sonne. Als ob sich eine Wolke über die Sonne geschoben hätte. Jeden Tag sehe ich mehr Krähen und Ratten überall, die sich an den Toten laben. Ironischerweise sind die einzigen gesund aussehenden Kreaturen die streunenden Katzen, die sich an dem ganzen toten Fleisch schon fett gefressen haben. Die paar Menschen, die diesen Ausbruch überlebt haben, wurden von der Regierung in Untergrundbunkern weggesperrt. Ich weiß nicht, wie viele gerettet wurden, aber ich fürchte nur eine Handvoll. Ihr Überleben ist die einzige Hoffnung, die für die menschliche Rasse noch verbleibt. Oh Lord, bitte. Oh Gott, bitte, lass ihre Zukunft eine strahlende sein. Alter! Was zum Fick ist passiert, seitdem die alle entführt worden sind? Ich krieg die Krise. Also entweder wurden extrem gute Aufräumarbeiten geleistet, naja. Ich muss zugeben, in einer Wüste, weil ich überlege jetzt gerade das, was wir in der Außenwelt gesehen haben, da haben wir ja jetzt keinerlei Leichen gesehen. Aber dann wiederum in der Wüste werden ja wohl kaum irgendwelche Menschen rumgelaufen sein, die sich dann großartig umgebracht haben. So dicht ist die Wüste dann ja auch wieder nicht besiedelt. Dementsprechend, ja, ist vielleicht gut, dass wir bislang noch nicht in der Stadt angekommen sind. Ich würde zu gern wissen, wie die Stadt ausgesehen hat, zu der sich Dio, Fee und Dingens und Sigma aufgemacht haben. Jetzt mal ohne Scheiß. Dass ausgerechnet an der Stelle Schluss war, finde ich schon ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Weil ich hätte zu gern diese Stadt gesehen und die überlebenden Menschen, ey. Weil irgendwie glaube ich jetzt immer weniger, dass überhaupt noch irgendwelche Menschen überlebt haben außer uns. Aber laut Dio gibt es da draußen noch welche und selbst laut diesem Bericht wurden ja viele Leute weggesperrt, um vor dem Virus sicher zu sein. Jetzt ist halt die Frage,
Ist das hier eine solche Einrichtung? Und falls ja, wäre das aber ziemlich dämlich, wenn diese Leute dann auch noch so eine Art Todesspiel spielen müssten, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wie dämlich ist das denn? Welchen Sinn hat es bitte schön, die Leute, die von diesem Virus nicht betroffen sind, und scheinbar hat es sogar einige von uns erwischt, wie wir sehen. Ja, Quark hat das Virus bekommen, Alice hat es in einigen Zeitsträngen auch gekriegt. Da ist jetzt halt die Frage, hat es vielleicht noch irgendjemand hier aus der Gruppe? Entwickelt es sich vielleicht in unterschiedlichen Stadien? Also hat jeder von uns eine unterschiedliche Inkubationszeit? Sind wir quasi alle mit Radical 6 infiziert, aber wir haben alle eine unterschiedliche Zeit, bis dieser Virus dann am Ende tatsächlich so wirkt, wie er wirkt? Und davon mal ganz abgesehen, ich erinnere mich noch an ein ganz bestimmtes Detail. Moment. Ich glaube, das war hier. Was war das? Security. Genau, der Sicherheitsraum. Das hier war ja das einzige Mal, dass ich durch eine weiße Tür gegangen bin, glaube ich. Das war ja das einzige Mal, dass ich mit einem der Charaktere durch diese Tür gegangen bin. So, wow, what? Hä? Gibt es Beweise, dass es kein Mord war? Das ist jetzt grün geworden und das hier auch. Es gibt nicht genug Antiviren. Oh! Jetzt, weil wegen dem Laboratorium oder was? Weil Sigma jetzt in einem Laboratorium... Oh. Okay, ich verstehe langsam. Jetzt verstehe ich langsam. Okay. Sigma hat jetzt quasi herausgefunden, dass in dem Laboratorium eine weitere Fiole von diesem Axelavir existiert, von diesem Heilmittel. Weil ich kann mich ja daran erinnern, hier war ja das Problem, dass wir nur für eine von den beiden infizierten Personen eine Fiole haben. Ich weiß nicht mehr, wo wir dieses Fläschchen Axelavir in dieser Zeitlinie gefunden haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir da das Fläschchen her haben. Keine Ahnung. Aber offensichtlich nicht aus dem Labor, denn jetzt bin ich in der Lage, in diese Zeitlinie zurückzukehren und zu sagen, ey, im Labor ist noch eine. Gehe ich jetzt mal stark von aus, dass das so ist. Aus welchem Grund hat sich das Schloss denn auf einmal jetzt in ein grünes verwandelt? Ich schätze mal, das bedeutet, ich habe es erfolgreich aufgeschlossen. Ich habe erfolgreich die Informationen bekommen, die ich brauche, um da weiterzukommen in der Zeitlinie. Geil! Und da freue ich mich ganz besonders drauf, denn wie ihr seht, eines der Enden scheint wieder ziemlich kurz auszufallen und das andere ganz schön lange. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass ich hier noch ein weiteres Schloss aufbrechen muss, bevor es weitergeht. Das ist sehr wahrscheinlich. Okay. Ja, geil. Dann weiß ich auf jeden Fall schon einmal, was ich... Ja, wobei... Soll ich in der Zwischenzeit dann doch lieber hier diese Zeitstränge noch durchspielen, bevor ich mich an die Schlösser von den anderen wage? Was meint ihr? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Naja, erst einmal werde ich jetzt natürlich diesen Zeitstrang hier zu Ende spielen. Wow, das war eine Menge Informationen. Jetzt wissen wir zumindest, was der Virus dir antut. Wenn du infiziert wirst, dann verlangsamt sich dein Gehirn um die Wurzel von 6. Das sind so ungefähr 40%. Das ist nicht der wichtige Teil. Diejenigen, die mit Radical 6 infiziert werden, entwickeln ein unfassbares Verlangen danach, Selbstmord zu begehen. Ja, du hast recht. Das würde erklären, warum Quark... warum er versucht hat, sich umzubringen. Naja, schon klar. Es gibt zwei weitere Sachen hier drin, die mir Sorgen bereiten. Als erstes der Teil, wo sie scheinbar nicht in der Lage gewesen sind, dafür eine Behandlung zu entwickeln. Was sagt ihr das? Was soll ich denn dazu schon sagen? Vielleicht haben sie noch keins gefunden, als dieses Tagebuch geschrieben wurde. Ich meine, soweit wir wissen, gibt es doch eine Droge namens Axelavir, die es heilen kann. Exakt. Aber in dem Tagebuch steht, dass sie eventuell...
Entschuldigung, ich habe jetzt aus Versehen Decade mit Jahrhundert übersetzt. Mein Fehler, tut mir leid. Aber in dem Tagebuch steht, dass sie eventuell 20 Jahre, noch, weitere 20 Jahre brauchen würden, um so etwas zu entwickeln. Wart mal eine Sekunde, jetzt bin ich verwirrt. Wann wurde dieses Ding überhaupt geschrieben? 29. Dezember. Kein Jahr. Naja, niemals im Leben kann es in diesem Jahr geschrieben worden sein. Aber dann wiederum, es kann doch auch nicht zu der Zeit geschrieben worden sein, als alle entführt worden sind, oder? Ich meine, wie gesagt, keiner von denen hat bislang auch nur ein bisschen von Radical 6 gehört oder davon, dass sich massenweise Leute umgebracht haben und in unterirdische Schutzbunker gesperrt worden sind. Oder diejenigen, die sich halt nicht umgebracht haben, eingesperrt worden sind. Davon wusste ja keiner was. Naja, okay, ich glaube, der Tenmyoji, der wusste darüber zumindest einiges. Aber der Rest von uns? Keine Ahnung, entweder spielen ein paar von uns noch Dumme, oder der Rest von uns ist tatsächlich so planlos wie Sigma selbst. Ich meine, dass Dio auch mehr weiß, das weiß ich ja auch jetzt mittlerweile. Der Pisser. Ah, ja, alles klar, Leute. Wisst ihr was? An der Stelle werde ich auf jeden Fall einen Schnitt setzen und dann sehen wir uns zum nächsten Part wieder, wo wir dann sehen werden, was für weitere Informationen, oder wie wir die anderen Informationen aus diesem Tagebuch weiterverarbeiten werden. Bis dahin.